Okay, dann betteln wir Platz 3 aus Casa. Wenn das hier mal kein Fest wird, ich gehöre ins Finale und du bist auch nicht zurecht hier. Konstante Leistung in den Battles, mein Freund. Du hast in 3 Battles 3-mal auf die Fresse bekommen. Casa, du solltest zusehen, dass deine Fronts mal gut sind. So kriegst du noch einmal auf die Fresse, wie Monroe du bist. Mann, du brauchst dich nicht wundern. Natürlich kennen das deine Fans. Sie haben deine Punchlines auch nicht gefunden. Yeah. Punkte 6 von 6, mein Text ganz geil. Du hattest, wenn's hochkommt, 6 Punchlines. Battles gegen dich sind ziemlich schnell gerissen. Weimar hatte sogar noch Zeit, sich selbst zu ficken. Nimmt man das W aus Weimars Namen, dann steht da Eimer. Casa. Was war das für ein kreativer Einfall? Überhaupt nicht kindisch, das hat derbe gepuncht. Nimmt man das Garten aus deinem Namen, bist du nicht mehr relevant. In deinen Videos, die ohne Frage jeden hier verstören, spielst du den Kasper so wie Tini Götzi Deprimuck gehört. Sag, wem willst du diese Kinderkacke zumuten, du Hurensohn? Da wollen sogar aufgenommenes Hit komm nach Abu rufen. Ich bringe Rapper zum Sterben am Mic, denn meine Lines sind erste Klasse, du bringst Erstklässler Lines. Ich lach mich bei deinen Disses schlapp, die einmal Lines treffen, und zwar dann, wenn man sie in selbigen geschmissen hat. Ey, ja. Ey, solange das JBB existiert, gibt's für Gartners kein Happy End mehr. Wär ich Gio, würd ich mich für dich so fremd schämen, bis du mir fremd wärst. Nächstes Jahr gibt's kein JBB, was ich gut find. Gartners werden in der Zeit statt auf Tour lieber in Kur gehen. In 3 Battles warst du 3-mal schlechter, mich konnt keiner ficken, obwohl ich mit Kleid gerappt hab. Battle gegen Johnny, ey, ich wär da besser lieb, denn mein Geld fürs Mischen fördert eure Penner-Family. Kommt meine Kohle auch bei dir an? Hoffentlich nicht. Ich bring mich um, wenn ich dein Scheiß-Outfit sogar finanziert hab. Dein Penner-Image ist saukrass, Jogginghose und trägst die Kapuze so wie Kenny von South Park. Vielleicht bist du das ja wirklich, mich wundert das echt, denn du bist arm und bis jetzt in jeder Runde verreckt. Faggot, scheiß drauf, dass ihr Wiesen habt, denn mein Konto ist voll, weil du in diesem Jahr zum 4. Mal fliegen darfst. Kein Preisgeld, weil ich dich Opfer zerfick, dann ist Casa wohl das erste Haus, das obdachlos ist. Er als deine Mama so aufgebracht war und von der Flasche erzählte, entstand ein neuer Feiertag im Hause Gartner. Sie erzählte euch mit angsterfüllter Stimme, Jungs, Gott hat uns erhört, es fallen Pfandflaschen vom Himmel. Ey, solange das JBB existiert, gibt's für Gartners kein Happy End mehr. Wär ich Gio, würd ich mich für dich so fremd schämen, bis du mir fremd wärst. Nächstes Jahr gibt's kein JBB, was ich gut find. Gartners werden in der Zeit stark auf Tour lieber in Kur gehen. In 3 Battles warst du 3-mal schlechter, mich konnt keiner ficken, obwohl ich mit Kleid gerappt hab. Gios Runde gegen dich wurde ich fündig, denn dein Bruder erzählte bisschen Real Talk in der 15. Line. Dann checkte ich dein Halbfinale, plötzlich wird es mir klar. Wolltest nicht sagen, ich mag Vögel, sondern ich Vögel mag. Ja, vielleicht war das von Gios Seite nur ein Witz. Trotzdem lässt sich drüber streiten, welche der beiden Aussagen schwuler ist. Ey. Ich steh auf Nutze, nicht mal Gartners zu töten. Schmeiß dich an Flaschen auf Köpfe, Bitch und Casa mag Vögel. Er ist riesengroßer Fan und wäre so gern wie sie. Schlitz doch dein Hals auf Casa, dann kannst du Rotkehlchen spielen. Dass du Abschaum bist, ist doch wirklich jedem mir klar. Der größte Punch ist in einem Diss, wenn du erwähnst, was du magst. Deine Runde gegen Weimar war echt dope, Bitch. Du hast ihn damit gefrontet, dass deine Runde so kurz ist. Yeah. Das ist doch meine Idee, die ich geil film. Geil film. Punch doch nächstes Mal einfach damit, dass du nicht teilnimmst. Ey, ja. Ey, solange das JBB existiert, gibt's für Gartners kein Happy End mehr. Wär ich Gio, würd ich mich für dich so fremd schämen, bis du mir fremd wärst. Nächstes Jahr gibt's kein JBB, was ich gut find. Gartners werden in der Zeit statt auf Tour lieber in Kur gehen. In 3 Battles warst du 3-mal schlechter, mich konnt keiner ficken, obwohl ich mit Kleid gerappt hab. Wisst ihr, was ziemlich schlau ist? Casa, das Genie des erstmal Entes und danach noch Gios aussehen. Dabei siehst du wie sein Zwilling aus, du Bitch. Die Lines vom Schwamm über Gios aussehen gingen auch an dich. Sterben wirst du leider beim Lecken von Entes Mutter nicht. Doch sie ist bei deinem Anblick so trocken, dass du einen Schluck aufkriegst. Damals in Berlin, Mann, dein Bro kam dazwischen. Und Marie ließ sich von dir nicht einmal ohnmächtig ficken. Kein Wunder. Was soll man mit dir Huren so bloß machen? Nicht mal Neos Kamerateam kann dich gut aussehen lassen. Und für Jogginghosen brauchst du echt keinen Schotter zu zahlen. Ey, dann auch nach Johnnys Runde bist du locker am Arsch. Auf Gio kann mich nicht aufhalten, das ist ein Zwang und Big Brother muss ich ausschalten. Ich habe eingesehen, dass mein fucking Image für'n Arsch war. Konnt Klamotten wechseln, aber ihr bleibt für immer Gartners.